Essen bin ich gut. Hätte ich jetzt fast gesagt. Aber bei der Fortuna gibt es bestimmt ein paar Leute, die das machen würden. Aber wir beide sind es nicht. Kommen wir zu den außersportlichen Themen. Hier sind wir etwas bunter. Deshalb die erste Frage, auch mit Bezug auf den kommenden Gegner, das kommende Spiel. Wer von euch kennt sich denn besser in Hamburg aus? Einigkeit sehr zügig bei Raphael Wolf. Wer würde eher auf eine Schlagerparty gehen? Ruben hat vorgelegt. Rafa zögert noch. Ich überlege gerade, was er gemacht hat. Er hat bestimmt mich genommen. Und zack, da ist es. Da ist es. Zack, ey. Also, Einigkeit, weil du ein Einigkeit. Ja, weil du auf Bayern. Ja, ja. Nächste Frage. Wer schafft mehr Fischbrötchen? Essen bin ich gut, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Aber ich darf ja nichts verraten. Auch hierbei herrscht Einigkeit. Rufen, die Nachfrage sei gestattet. Wie viele können es werden hintereinander? Also, zwei. Lass mir mal mit dem Augenzwinkern so stehen. Fischstäbchen oder was? Zwei Fischstäbchen. Backfischbrötchen. Mhm. Oh, wer ist im Kopf eher Kind geblieben? Sind wir ziemlich gleich, oder? Ja. Das ist eine blöde Frage. Beide ziemlich gleich, aber in dem Zusammenhang beide uneins. Sagen wir, es ist Gleichheit, dass ja, jeder den jeweils so anderen nimmt. Punkte kriegt er dafür aber trotzdem nicht. Okay, nicht schlimm. Wer ist im HSV-Internat öfter ausgebüxt, um auf den Kiez zu gehen? zügige ja, Einigkeit. Jawohl. Es ist Rufen in dem Fall. Ein weiterer Punkt für euch. Damals war Rafa noch lieb. Wer von euch beiden würde eher am Dschungelcamp teilnehmen? Das ist eine Beleidigung. Das ist keine Beleidigung. Das ist ja. Natürlich, was ist das denn? Scherzhafte Frage. Scherzhaft natürlich, verstehen. Ja, aber wenn keiner... Ah, das beantworte ich auf gar keinen Fall. Wenn beide auf gar keinen Fall mitmachen würden, dann kannst du dich ja nicht entscheiden. Man ist doch nicht so blöd, siehst du? Wir einigen uns drauf, dass ihr statt der 20 dann nur 19 Fragen habt. Und auch ein Punkt. Bei der Fortuna gibt es bestimmt ein paar Leute, die das machen würden. Aber wir beide sind es nicht. Nee, genau. Also auf den Punkt verzichte ich dann gerne. Okay, ich auch. Alles klar. Den überlassen wir dann einem anderen Mannschaftskollegen. Wer wurde häufiger geblitzt? Beide einig. Mhm. Bei Rafa. Kriegt ihr nochmal einen von mir? Wer würde in der Elbphilharmonie eher Tickets für ein Streichorchester kaufen? Rafa war schnell. Und Ruven zieht nach. Erneut ein Punkt, erneut Einigkeit. Die letzten beiden Fragen. Wer wäre denn der bessere Heimwerker oder ist der bessere Heimwerker? Ah, Rafa hat sich schnell entschieden, Ruven nachgezogen. Ruben, aber trotzdem, immer alles gemacht. Trotzdem Uneinigkeit. Was? Rafa, trotzdem Uneinigkeit. Ruven sich selbst und du dich selbst. Da kann ich leider keinen Punkt für vergeben. Jetzt kommt die letzte Frage. Wem droht nach der Karriere eher ein Bierbäuchlein? Sehr schön, sehr jawohl, schön. Digga. Einigkeit, das ist das Wichtigste und auch das Grundprinzip des Spiels. Würde ich sagen, gar nicht so schlecht. Seid zufrieden? Ich bin ganz zufrieden. Ich auch sehr, sehr zufrieden. Wir sind uns wieder mal einig. Sehr gut. Das freut mich und danke, dass ihr dabei wart und uns allen hat viel Erfolg Spaß dann gemacht am Wochenende. Dankeschön. Danke, Kasti. In eurer alten Heimat. Dankeschön.